Auf Instagram habe ich euch gefragt nach Beichten in der Story und dort konnte man mir Beichten reinschreiben. Dem widmen wir uns heute. Wird auf jeden Fall sehr wild. Ich bin sehr gespannt, was da alles so kommt. Ich weiß nur, dass relativ viel reingekommen ist. Und derzeit schauen noch relativ viel meine Story. Das letzte Mal haben 2100 Leute meine Story gesehen. Das war Rekord auf jeden Fall. Also war schon fast Rekord. Wobei ich hatte auch schon mal mit meinem alten Instagram-Account mit, gut, da hatte ich auch 11.000 Follower, hatte ich auch schon mal 4.000, 5.000, 6.000 Leute, die es angeguckt haben, das war richtig krass. Aber auch 2000 ist mega stark. Dafür, dass ich 4800 Follower habe. Okay, keinen Namen vorlesen. Ich weiß schon, ich muss die Namen vorlesen, weil ich muss nochmal meine Worte an die Person richten. Hier schreibt jemand: Ich, männlich 17, beichte, dass ich manche Witze in deinen Videos lustig finde. Was für ein wirklich. Also das ist ja wirklich ein Armutszeugnis. Wer lacht denn bei meinen Witzen in meinen Videos? Naja, damit wir jetzt noch schön abcringen können, lese ich jetzt noch einen sehr unlustigen Witz von euch vor. Warum geht Alpha Kevin immer im Viereck? Weil er Kreislaufprobleme hat. Also ich habe bisher wirklich, das ist kein Scheiß, noch nicht einmal wirklich lachen müssen von meinen Witzen in den Videos. Oder von euren Witzen, sagen wir es mal so. Die waren bisher immer allesamt extrem schlecht gewesen. Das meine ich wirklich komplett ernst. Ich beichte, dass ich schon mal mein Kuscheltier genommen habe und gedacht habe, das wäre mein Crush. Bro, weißt du, was du siehst? Du hast gedacht, dass dein Kuscheltier dein Crush ist. Wie hast du dir das vorgestellt? Bin ich zurückgeblieben? Was bedeutet, warum dein Crush? Was? Er hat einfach sein Kuscheltier geschadert. Also, das ist ja wirklich. Also, man kann sein Kuscheltier lieben, aber nicht so sehr. Ich finde, das geht zu weit. Weil dieses Kuscheltier hat bestimmt nicht gesagt, ja, mach das bitte. Das grenzt schon an einer Kuscheltiervergewaltigung. Das finde ich nicht in Ordnung, muss ich ehrlich sagen. Also, das schockt mich. Ich bin ehrlich, schockt mich wirklich. Ich beichte auch, dass ich einen Fahrtfetisch habe. Junge, wer hat denn bitte einen Fahrtfetisch? Also, das ist nie und nimmer. Nie und nimmer gibt es jemanden, der Fahrtfetisch hat. Jetzt mal ganz ehrlich, was muss denn einem vorgehen, dass man das feiert? Was ist denn hier los? Ey, was sind das für Beichten? Was ist los mit euch? Was für Fahrtfetisch? Das ist schon krass. Robert schreibt, ich 16 stehe auf MILFs, maximal von 30 bis 55 Jahre alt. Warte mal, maximal von 30 bis 55. Das muss praktisch so dazwischen sein. Was ist bitte los mit euch? Auf alten Schiffen das Segeln lernen, ja? Das ist das Motto von Robert auf jeden Fall. Wissen wir Bescheid an der Stelle. Okay, Pullover schreibt, ich männlich beichte, dass ich furzen wollte und mir dann eingeschissen habe. Leute, wer fühlt das? Wer hat sich beim Furzen schon mal eingeschissen? Hä, was ist los mit euch? Das habt ihr euch schon mal beim Furzen eingeschissen. Das ist sehr beschissen, ja. Das ist sehr beschissen. Ach du Kacke. Okay, Broman schreibt. Ich beichte, dass ich mir von Katja Krasavitsch einen gehobelt habe. Also das ist unangenehm. Also das ist schon unangenehm, muss ich ehrlich sagen. Belastend. Leute, belastend ist das gute Wort. Ehrenmann wird reingeschrieben. Plus eins. Wahnsinn, ja. Also, was mit euch los ist, ihr habt eine absolute Vollmacke, ja. Es gibt Grenzen. Ich finde auch, ja, dann lieber scheiße ich mir im Stream ein, als sowas zu machen. Das ist dann doch ein bisschen zu viel. Man sollte nicht zu weit gehen. Okay, hier wird noch geschrieben. Mein Bruder hat die Mom meiner Ex geballert, während ich mit der Tochter zusammen war. Boah. Das ist schon, alter, weird flex. Family Stories auf einem anderen Level. Okay, das ist doch aber ein schönes, also ich meine, guck mal, da hat man doch als Familie auch was erreicht in der Familie. Also wirklich, das ist doch wirklich Familienziel. Wer nicht, krank, Alter, das ist wirklich krank. Ich habe von dem 2 Lachgummis 3 genommen. Na, was soll ich dazu sagen, das ist halt lost, ne? Wir haben wieder weiblich. Ich, weiblich 15, beichte, dass ich in meinen Stiefbruder verliebt bin und ihn überreden will, mit zu haben. Gut, ist halt der Stiefbruder, ne? Ist halt der Stiefbruder. Ist ja jetzt nicht leiblich. Aber schon Saarland, oder? Wir finden das in der Kategorie Stepbrother, oder? So gut, Alter. Warum heute nur Geschichten aus dem Saarland? Was ist denn los? Schwierig, oder? Jungs. Und Mädels natürlich. Und divers. Das ist ja absolut krank. Was ist mit euch los? Ist das stark? Okay. Ich, männlich 13, beichte, dass ich regelmäßig bei Rewe klaue, weil die Mitarbeiter nicht freundlich sind.
Ja, nee, das kann ich nicht befürworten. Ich finde Klauen so richtig unangenehm. Das ist doch sau unangenehm, oder? Man fühlt sich doch schon so mal wie ein Dieb, wenn man nichts geklaut hat, aber man geht in den Laden rein, nimmt nichts mit und dann geht man an der Kasse vorbei, ohne was zu bezahlen. Da fühlt man sich doch schon wie ein Dieb. Dieses Gefühl ist so unangenehm, da würde ich niemals klauen wollen. Weil stell dir mal vor, die erwischen einen dann wirklich. Da, wirklich, ich finde das immer, ist das für mich schon ein ganz schlimmes Gefühl. Manchmal überlege ich mir schon einfach was zu kaufen, damit ich nicht diese unangenehme Situation habe, ohne nichts einfach dran vorbeizulaufen. Wann machst du Entbannungsanträge? Ich weiß noch nicht mal, ob ich überhaupt Entbannungsanträge habe. Okay, hier. Habe in der Schule gegen eine Scheibe getwirkt zum Spaß und die ist dann gesprungen. Also man merkt einfach auch, dass die Leute heutzutage wirklich viel zu sehr mit TikTok aufwachsen. Wer twirkt gegen eine Scheibe in der Schule? Also es ist mir aber auch einfach ein Rätsel, ja. Also ich wäre niemals in meinem ganzen Leben drauf gekommen oder nicht mal Klassenkameradinnen, ja, das zu machen. Also das ist wirklich, das ist unter aller Sau. Okay, hier schreibt jemand. Habe meiner Schwester mal Ohrenschmalz auf die Zunge gemacht. Sie hatte Augen zu. Also das ist wirklich unfassbar widerlich. Ich dachte schon, es ist widerlich, als ein Kumpel und ich, als wir mal übernachtet haben, hatten wir so leere Smarty-Dosen, haben da reingefurzt und das immer an die Nase gehalten. Das ist wirklich ein Geruch. Das stinkt so dermaßen heftig, dass du wirkst. Aber Ohrenschmalz auf die Zunge von Fremden, also beziehungsweise von Geschwistern, das macht man gar nicht. Dann furzt lieber in Smarty-Dosen. Ja, da seid ihr besser dran, kann ich euch wirklich sagen. Ist ein kleiner Tipp von mir. Das riecht lecker, aber Ohrenschmalz, also ist wirklich frech. Ich männlich, 18, beichte, dass ich was mit einer Moderatorin von dir habe. Also Ivo, ich bin dir ganz ehrlich, dein Mod-Rang bist du schneller los, als du gucken kannst, ja? Macht jetzt ja keinen Scheiß. Wir wissen alle, dass es Lax Diabla sein kann. Sein wird. Moderation. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Krank. Ich habe schon wieder in meinem Stream Personen zusammengebracht. Das ist nicht feierbar, aber nicht auf diese Art und Weise. Mach ja keinen Scheiß. Wenn ich das noch einmal sehe, ne? Dann kracht's hier. Ich männlich beichte, dass ich an meiner Schule im Jungsklo mal jemand die Palme gewedelt hat. Zum Glück hatte ich die Situation noch nicht, dass ich das erlebt habe. Aber das lag vielleicht auch einfach daran, dass ich nie aufs Klo gegangen bin, sondern ich habe mir mal eingepinkelt, ja. Ich hatte immer so eine Flasche unterm Tisch und habe da immer reingesägt. Klassischer Montag. Okay, alles klar. Gut, da wissen wir schon mal Bescheid. Das ist natürlich unangenehm. Aber was will man machen? Hier schreibt jemand. Ich habe mir mal 3 Fingerknöchel gebrochen und mein Vater hat mir verboten, ins Krankenhaus zu gehen. Kann man machen? Würde jetzt sagen, muss nicht. Ich finde, Gesundheit sollte schon vorgehen, aber man möchte halt nicht als Vater, dass es passiert, wenn der Sohn gerade bei ihm ist. Das möchte man lieber auf andere abwälzen, dass der Sohn da gerade so dumm ist und sich die 3 Finger bricht. Wahrscheinlich war das Sohn. Dann wollte der es abwälzen und sagen, ja, geh mal lieber nicht ins Krankenhaus. Das lassen wir, das wird schon nichts Schlimmes sein, obwohl du dir 3 Finger gebrochen hast. Okay. Ich beichte, dass ich mich durch einen Traum in jemanden verliebt habe. Oh shit, ich weiß tatsächlich nicht. Durch einen Traum ist schwierig, dass man durch einen Traum sich in jemanden verliebt. Aber dass man vielleicht schon davor sich in jemanden verliebt hat, dann träumt man das nochmal und dann intensiviert sich dieses Ganze. Das kann ich mir mehr vorstellen, aber das kann schon sein, ja. Lol, ich auch, das ist mies, kenne ich. Kann sein tatsächlich, also nicht direkt verliebt, aber dass man halt intensiv an jemanden gedacht hat, ist schon auf jeden Fall. Oder dass man sich dann gedacht hat, könnte man sich vorstellen mit der Person. Hatte ich safe auch schon. Okay, ich männlich 13 beichte, dass ich auf meine alte Lehrerin stehe. Mit 13 Jahren stehst du auf deine alte Lehrerin, dann muss das ja eine richtige Granate gewesen sein. Das ist ja schon Wahnsinn. Mit 13 Jahren auf die Lehrerin zu stehen, ist schon stark. Gut, das ist ja Anfang der, oder wobei mittlerweile ist es ja schon Mitte der Pubertät. Da kann es schon sein, dass das heutzutage so losgeht, ne? Ich weiß nicht. Also mit 13 Jahren habe ich noch, keine Ahnung, habe ich mich mehr auf Fußball konzentriert als auf alles andere. Wobei, da hatte ich auch schon meine erste Freundin. Aber war es mit 13 oder mit 14? Ich glaube mit 13. Nee, mit 13 war das. Oder war es mit 14? Das war Halbzeit der 8. Klasse. Ja, da war ich 13 Jahre alt, da habe ich über Schüler-CC mit meiner Freundin damals geschrieben. Das war auch, Alter, wie alt das schon wieder ist. Schüler-CC, da waren dann nur Pädophile am Start. Ich männlich 14 beichte, dass ich den PS5-Controller von meinem Bruder verkauft habe. Wie asozial muss man sein, deinem Bruder den PS5-Controller einfach zu verkaufen? Der kann jetzt einfach nicht damit spielen. Was für ein Ass. Also wie kann man bitte so ehrenlos sein, seinem Bruder den Controller zu verkaufen, ohne dass er es weiß? Also das ist frech. Das mit 14 Jahren. Das ist frech. Die Eltern haben bestimmt gesagt, ja, mach ruhig, der sitzt sowieso sonst viel zu oft an der Konsole. Ich männlich beichte, dass es in einem Lager ein Gruppen mit 10 Leuten gab.
Alter, das ist doch nicht normal. Nee, also das ist wirklich... Leute, also ihr könnt machen, was ihr wollt, aber nicht so. Ey, wirklich nicht so. Das ist ja krank. Ich habe jetzt leise geredet, weil draußen wird geredet, aber ich glaube, die haben es am Ende wirklich noch gehört. Und das ist wirklich... Mir ist das schon peinlich, das auszusprechen. Weil, Leute, was... Also das ist ja schon heftig. Also zu 10, ich bitte euch. Das ist frech. Okay, jetzt kommt die letzte Beichte. Ich beichte, dass ich was mit einem Lehrer ungefähr 30 Jahre alt hatte, ein Jahr nach dem Abi. Kann man machen, wenn der nicht schlecht war, okay. Ich meine, guck mal, nach dem Abi, wie alt warst du da? Wenn du da 18 warst, ist ja kein Problem, ne? Da kann man wenigstens noch sagen, ist kein Problem. Schwierig aber sonst, ne? Gerade wenn du so 16 warst, so 17, ne, Abi ist, da bist du 17, 18. Eher sogar fast 18. Dann geht's ja. Okay, perfekt. So, guck mal, wir haben jetzt die ganzen Beichten vorgelesen. Es war auf jeden Fall krass. Die eine oder andere Beichte hat mich dann tatsächlich doch umgehauen. Schon direkt am Anfang war das ja gestört mit irgendwelchen Fahrtfetischen und sonst was. Ganz, ganz widerlich. Ich weiß nicht, was mit euch los ist, aber eure Beichten machen mich persönlich, die widern mich an. Sag mal es einfach mal so.